Ich möchte etwas über JavaScript-Funktionen sprechen und Beispiele machen. Der Grund dafür ist, dass ich letztendlich zu sogenannten Event-Listenern kommen möchte. Und das wiederum ist ein Mittel, wie im Browser auf bestimmte Vorkommnisse gehorcht werden kann, zum Beispiel Tastenanschläge und Mausklicks, um die Interaktivität einer Website zu erweitern. Die Mittel, die wir im Moment kennen, das ist ja vor allem der Hover, wenn ich über einen Link mich bewege oder allgemein über ein Element mit dem Cursor, dann kann ich in CSS die Pseudoklasse Hover benutzen, um etwas anders aussehen zu lassen oder um zum Beispiel eine Änderung mit einer Transition zu interpolieren, so dass etwas von mager zu fett wird und so weiter. Aber es gibt andere Möglichkeiten, auch Klicken, Scrollen, Tastaturanschläge, das sind sogenannte Events, die abgefragt werden können. Und diese Events können bestimmte Dinge auslösen. Und was dann eben ausgelöst wird, das steht in Funktionen. Das ist der Grund, warum ich über Funktionen spreche. Ich mache jetzt einige Beispiele, um dann zu diesen Event-Listenern zu kommen. Ich habe dafür einen Ordner mit drei Dateien vorbereitet, ein HTML-Dokument, ein JavaScript-Dokument und ein Style, ein CSS-Dokument. Ich habe im HTML-Dokument bereits hier das Grundgerüst geschrieben. Es gibt einen Link auf das Style-Sheet und es gibt einen Link auf das JavaScript, auf die JavaScript-Datei. Die JavaScript-Datei wird am Ende des Body referenziert. Das Style-Sheet wird innerhalb des Head referenziert. Es gibt Gründe, warum das so ist, die ich jetzt hier nicht weiter ausführe. Das ist einfach eine Konvention. Der Body ist noch leer, darum steht jetzt hier oberhalb dieses Script-Tags noch nicht. Ich kann etwas hinschreiben. Und abspeichern. Und wenn ich dann rechts etwas sehe, dann bedeutet das, dass hier der virtuelle Server am Laufen ist und ich nicht jedes Mal die HTML, das Browserfenster neu aktualisieren muss. Dann gibt es die JavaScript-Datei, zu der komme ich gleich. Ich zeige noch schnell, dass im Style-Sheet noch nichts drin steht. Ich könnte hier, um zu prüfen, ob das aktiviert ist, eine Regel für den Root-Selektor schreiben und die Schriftfamilie auf serifenlos umstellen. Und mit Apple System sollte ich die San Francisco kriegen. Okay. Zurück ins JavaScript. Ich habe hier bereits console.log geschrieben. Und console.log, das ist eine Funktion, die der Browser versteht, ohne dass ich sie extra definieren muss. Ich muss da kleine Deklaration dazu schreiben. Und sie akzeptiert ein Argument. In meinem Fall habe ich jetzt Hello geschrieben. Und um zu schauen, ob das tatsächlich in die Konsole geschrieben wird, kann ich die Developer-Tools aktivieren. Der Knopf zur Konsole befindet sich rechts des Inspectors, den du schon kennst. Und dort sehe ich, dass Hello geschrieben wird. Es ist möglich, dass mehr hier drin steht. Je nachdem kannst du hier oben mit diesen Buttons Filter einstellen, um bestimmte Dinge auszublenden. Ich würde die Fehlermeldungen und die Logmeldungen, also Logmeldungen, das ist eben genau das, was man mit Console.log in die Konsole schreiben kann, das würde ich angeschaltet lassen, den Rest wegnehmen. Und wenn du sonst noch Meldungen hier siehst, dann lass dich nicht dadurch irritieren. Okay.
Also ich kann Hello in die Konsole schreiben. Jetzt kann ich das mehrfach tun. Ich kann es dreimal machen, abspeichern und dann wird dreimal in die Konsole geschrieben. Und jetzt kommt hier eben so ein nerviger Fehler, weil es kein Verwalken gibt. Das ist eine kleine Grafik, die hier oben vor dem Titel eingeblendet würde oder die angezeigt würde in einer Liste von Favorites, wenn ich denn einen Favorite für diese Seite einrichten würde. Ich ignoriere das jetzt. Es ist auch möglich, statt Zeichen, Folgen, Zahlen einblenden zu lassen. Und es gibt eine Art Syntax-Highlighting auch hier. Wenn ich zum Beispiel statt einer Zahl eine Zeichenfolge 1, 2, 3 einblenden lasse, die Konsole unterscheidet zwischen Zeichenfolgen und Zahlen. Das ist auch jetzt nicht weiter wichtig. Wichtig ist, dass für jedes Console-Log etwas geschrieben wird. Und was vielleicht auch noch etwas ist, das ich zeigen kann, ist, wenn ich mehrmals die gleiche Zahl hineinschreibe. Ich sehe es jetzt dreimal, das ist eigentlich noch gut. Teilweise wird es dann auch zusammengefasst. Und man ist dann nie sicher, habe ich jetzt hineingeschrieben oder ist jetzt etwas dazugekommen oder nicht, weil alles auf einer Zeile basiert. Ich kriege jetzt vier Zeilen. Insofern ist das auch okay. Jetzt ist die Frage, was könnte ich hier sonst noch schreiben? Ich könnte jetzt mal eine Funktion definieren, zum Beispiel Function Pythagoras. Und dann muss ich hier einen Block aufmachen mit geschweiften Klammern. Und dort kommt dann der Funktionskörper rein. Und ich möchte jetzt, dass ich eine Rechnung, das Resultat einer Rechnung kriege. Und zwar ist ja der Pythagoras, muss kurz nachdenken, was das genau ist. Es werden zwei Zahlen addiert, und zwar sind das die kürzeren Seiten eines Dreiecks mit rechtem Winkel. Man merkt, es ist lange her. Ich nenne die mal A und B. Also ich definiere hier zwei Argumente für zwei Zahlen, die ich dann beim Funktionsaufruf einsetzen kann. Und dann möchte ich das A Quadrat, ich schreibe A mal A, plus B Quadrat, ich schreibe B mal B. Da soll die Wurzel gezogen werden und dann möchte ich das Resultat dieser Wurzel sehen, wie sagt man das, das Resultat anzeigen lassen. Jetzt beziehe ich die Wurzel, ich weiß zum Glück auswendig, dass es in JavaScript eine Funktion gibt, um Wurzeln zu ziehen, und zwar muss ich Math voranstellen, einen Punkt schreiben. Es gibt eine ganze Datensammlung mit Mathematikfunktionen. Random ist auch eine davon. Aber die, die ich suche, heißt Square Root, SQRT. Math, Square Root von a mal a plus b mal b. Die Malrechnung wird vor dem Plus ausgeführt. Ich muss hier nicht extra Klammern machen. Es gilt auch hier Punkt vor Strich. Und ich könnte sagen, Console Log. Console Log, das die Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Und wenn ich dann schreibe, eben nicht Function, sondern ich muss nur noch Pythagoras schreiben. Und dann gibt es ein berühmtes Dreieck, wo 9 plus
16 zusammengezählt werden. Das gibt auch eine Quadratzahl, nämlich 25, und die Wurzel davon ist 5. Also das heißt, ich habe ein Dreieck mit den Seitenlängen 3, 4 und eben 5. Und wenn ich diese Funktion mit 3 und 4 aufrufe, dann sollte ich als Resultat 5 in der Konsole sehen. Tatsächlich. Und ich könnte andere Seitenlängen nehmen. Ich hatte Glück, ich wusste gar nicht, dass 12 und 16 im Quadrat, was ist das, 144? Ja, egal, auf jeden Fall geht das auch schön auf, das ist toll. Ich bin ein verdächtig, ein misstrauischer Mensch. Ich schaue mal, ob das auch so schön aufgeht. Ah ja, doch nicht. Okay, also das scheint zu funktionieren. Und was noch wichtig zu wissen ist, ist, dass eben dieses Console-Log, das eine Funktion, in der ich in die Konsole schreibe, das wäre eine Funktion mit einer Nebenwirkung. Wenn ich Return schreibe, und das hat keine Klammer, wenn ich Return korrekt schreibe, so, dann wird das Resultat von der Funktion zurückgegeben, aber nicht in die Konsole geschrieben. Also das ist eine Funktion ohne Nebenwirkung. Wenn ich das abspeichere, dann sehe ich in der Konsole nur die alte Fehlermeldung wegen Verweigern, aber keine Zahlen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass diese Funktionsaufrufe, die ich da unten schreibe, dass die nicht ausgeführt werden. Sie werden ausgeführt, aber die Resultate bleiben in meinem Programm drin. Und wenn ich möchte, dass ich diese Resultate sehe, dann müsste ich schreiben Console.log hier Abstände um den Funktionsaufruf, dass das besser lesbar ist. Diese Abstände könnten auch weggelassen werden, das ist nicht nötig. Wenn ich das jetzt speichere, dann werden die Resultate wieder in die Konsole geschrieben. Also die Funktion wird ausgeführt und dann ersetzt. Also dieses Return gibt ein Resultat zurück. Und das heißt, der Funktionsaufruf wird also sofort beim Aufruf ersetzt durch das, was die Funktion zurückgibt. Und das wird dann von Console.log in die Konsole geschrieben. Also das heißt, diese Funktion auch, das ist etwas sehr Flexibles. Ich kann das mit verschiedenen Zahlen füttern und jedes Mal kriege ich das Resultat dieser Rechnung zurück. Okay, also das war noch einmal ein schönes mathematisches Beispiel zu Funktionsaufrufen. Was bringt uns das jetzt für HTML und CSS? Ich habe bereits gezeigt, wie ein Element ausgewählt werden kann in JavaScript. Also ein HTML-Element wird in eine Variable gespeichert und dann kannst du mit dieser Variablen verschiedene Dinge anstellen. Ich werde jetzt ein zweites HTML-Element einfügen, und zwar einen Knopf. Und ich kann etwas hineinschreiben in den Knopf, zum Beispiel Klick, weil ich möchte, dass man da draufklickt, oder weil der Event-Klick heißt, den ich suche. Ich möchte ja keine Verwechslungen. Darum schreibe ich K, Klick, nicht an. So, jetzt habe ich einen Knopf, da steht Klick mich an. Und ich kann da drauf drücken. Der Browser zeigt mir auch, dass hier Klicks passieren, indem es eine Farbe gibt. Und den Knopf, den ergänze ich noch um eine ID, mit der ich ihn dann in JavaScript referenziere.
englischer Knopf. Einen kleinen Gruß an Röbi. Und dann schreibe hier const. My Button gleich. Und dann gibt es auch hier eine eingebaute Funktion. Es gibt die Datensammlung Document, die der Browser aus dem HTML-Dokument erstellt. Und die versieht er auch mit einer voreingebauten Funktion namens Query Selector. Und die frisst als Argument einen Selektor. Der Selektor ist jetzt hier die Raute für die ID und dann der Name der ID. So, jetzt habe ich diesen Knopf referenziert oder man könnte sagen gespeichert in dieser Variablen MyButton. Und in JavaScript werden Umbrüche nicht automatisch registriert. Ich mache hier darum sicherheitshalber einen Strichpunkt ans Ende der Zeile. Das ist vor allem mit const nötig, sonst kann man das weglassen. Und was ich jetzt tue, ist eben das eigentliche Ziel, warum ich über Funktionen spreche. Ich versehe diesen Knopf jetzt mit einem Event-Listener. Und dann beginnt der Browser zu horchen auf Vorkommnisse im Zusammenhang mit diesem Knopf. Dazu schreibe ich MyButton und dann musst du dir merken, add, den Rest kannst du hier aus der Vervollständigung ablesen, add Event Listener. Und auch dies ist eine Art voreingebaute Funktion, die der Browser zur Verfügung stellt. Und die braucht zwei Argumente. Es gibt Fälle, wo hier noch mehr Argumente reinkommen, aber für unsere Zwecke reicht das jetzt. Und das erste Argument ist, welche Art Event möchten wir? Der Event, den ich suche, der heißt Click und das ist der Click mit dem Cursor. Und dann muss eben eine Funktion genannt werden. Eine Funktion, die ausgeführt werden soll, wenn dieser Klick passiert. Und was jetzt das genau ist, wissen wir noch nicht. Ich gebe hier einen unverfänglichen Namen, den ich später ändern kann, je nachdem, wenn ich dann weiß, wie es heißen soll. Und hier kommt etwas sehr Wichtiges. Es wird keine Klammer geschrieben. Das ist nicht ein Funktionsaufruf. Wenn ich eine Funktion aufrufen möchte, schreibe ich eine Klammer dahinter, sondern ich sage nur, wie die Funktion heißt, die ich aufrufen möchte, wenn ein Klick auf dieses Element passiert. Wenn ich eine Klammer schreiben würde, dann würde die Funktion sofort aufgerufen werden, wenn das Programm ausgeführt wird. Aber das möchte ich nicht. Ich will, dass die Funktion aufgerufen wird, wenn ein Klick passiert und dieser Event-Listener diesen Klick registriert. Also das ist ein sehr wichtiges Element, dass es hier nur den Funktionsnamen braucht und nicht den Funktionsaufruf. Das heißt, in JavaScript nennt man das Callback. Ein Callback ist eine Funktion, die in unbestimmter Zukunft ausgeführt wird. Wir wissen nicht genau, wann das passiert, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt möchten wir, dass es passiert. Und das ist eine spezielle Art des Funktionsaufrufens. Das heißt Callback auf Englisch. Also, jetzt ist eigentlich alles okay, nur haben wir diese Funktion noch nicht. Und ich definiere jetzt hier
diese Funktion, ich schreibe die Funktionsdeklaration. Und dann, weil mir nichts Besseres einfällt, schreibe ich Console.log und ich sage, wir schreiben einfach was rein in die Konsole, nämlich Hi. Wenn ich da draufklicke, soll hier unten Hi reingeschrieben werden, dann wissen wir, dass es funktioniert. Und ich wollte sonst noch was sagen, das habe ich jetzt vergessen. Ich probiere es aus. Es wird Hi geschrieben. Und ich klicke hier mehrmals und es ändert sich nicht. Aber wenn du schaust, gibt es einen kleinen blauen Zähler und da steht schon 10 drin. Und wenn ich nochmal klicke, steht 11 drin. Das ist jetzt der Fall, den ich vorhin erwähnt habe, dass mehrmals in die Konsole geschrieben wird, aber alles auf einer Zeile abgewickelt wird. Und das ist etwas ärgerlich, weil es schwierig ablesbar ist, ob wirklich etwas passiert. Darum entscheide ich mich anders und schreibe eben nicht Hi, sondern ich schreibe Math Random. Und das ist eine Zufallszahl. Und weil der Browser das nicht auf einer Zeile zusammenfassen kann, kriege ich jetzt für jeden Klick eine separate Zeile. Toll. Also das funktioniert. Aber für eine real existierende Website ist es natürlich völlig irrelevant, was in der Konsole drinsteht, weil der durchschnittliche User wird diese Konsole nicht aufmachen. Das heißt, wir brauchen einen sichtbaren Effekt. Und ein sichtbarer Effekt können wir herstellen, indem wir zum Beispiel den Style eines Elements ändern. Ich könnte zum Beispiel noch ein zweites HTML-Element referenzieren. My title nenne ich das. Und weil ich faul bin, copy-paste ich das von da oben. Und weil ich noch fauler bin, gehe ich nicht extra eine ID schreiben, sondern ich referenziere gleich den Tag. Mit Query Selector gleich den Tag-Namen zu referenzieren, ist nicht besonders empfehlenswert, weil wenn es mehrere H1 gibt, dann erwischt man nur den ersten davon. Und darum ist es besser, mit IDs zu arbeiten, weil konventionell IDs ebenfalls nur einmal vergeben werden. Aber für unsere Zwecke reicht das so. Und was ich jetzt hier definiere, das ist ein sogenannter Nebeneffekt. Mein Nebeneffekt, den ich möchte, ist nicht in die Konsole zu schreiben, sondern dass der Titel rot wird. Die Styles eines HTML-Elements können in JavaScript mit einem Punkt nach der Variablen, weil was hier in diese Variable hineinkommt mit diesem Query Selector, das ist eine ganze Datensammlung. Alles, was man oder alles, was der liebe Browser über dieses HTML-Element weiß, wandert in diese Variable. Und diese Eigenschaften lassen sich hier in dieser Punktschreibweise referenzieren. Und alles, was die CSS-Styles angeht, das steht in einer weiteren Datensammlung namens Style. Also myTitle.style. Das umfasst alle Style-Angaben dieses Titels. Und die einzelnen CSS-Eigenschaften können gleich hinten rangeschrieben werden, zum Beispiel Color. Das Einzige, was du hier berücksichtigen musst, ist, dass JavaScript diese Schreibweise nicht akzeptiert. Also JavaScript würde hier versuchen, von der Variablen Font die Variable Size zu subtrahieren und würde nicht verstehen, dass hier ein CSS-Wort gemeint ist. Das heißt, wenn man solche zusammengesetzten, mit Bindestrich zusammengesetzten CSS-Eigenschaften schreiben will, dann musst du das in Camel Case umwandeln. Also statt eines Bindestrichs schreibst du einen Großbuchstaben. Ich schreibe hier aber Color, das ist unverfänglich. Und setze dies auf die Farbe Rot. Also das ist eine akzeptable oder eine valide CSS-Eigenschaft.
ein CSS-Wert für diese Eigenschaft. Kann ich so schreiben und dann speichern. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, müsste das rot werden. Funktioniert. Das Dumme ist nur, wenn ich mehrmals da drauf klicke, das wird immer rot eingefärbt. Das ist nicht besonders interessant. Ich könnte jetzt versuchen, einen RGB-Wert aus Zufallszahlen zusammenzusetzen oder irgendwie sowas. Das ist alles möglich. Aber was hier eigentlich interessant ist, ist eine Kombination mit CSS. Es gibt nämlich eine sehr dankbare JavaScript-Funktion, auch die kommt vom Browser, und die heißt ClassList, beziehungsweise ClassList ist eine Sammlung von Funktionen, mit der die Klassen eines Elements manipuliert werden können. Ich gehe hier in den Inspector und schaue mir die HTML-Elemente an. Ich habe ein H1 und einen Button. Und H1, wir sehen übrigens, dass durch meine JavaScript-Manipulation hier ein sogenannter Inline-Style, also ein Style gleich als Attribut, in den Tag geschrieben wurde. Und ich speichere das neu ab, dann sollte das weggehen. H1 ist wieder leer. Und was ich jetzt möchte, ist, mit diesen ClassList-Funktionen zu arbeiten. Ich schreibe wieder myButton und dann kann ich schreiben ClassList, Moment, nicht myButton, sondern myTitle möchte ich manipulieren. ClassList. Und in ClassList, da gibt es jetzt verschiedene Dinge. Zum Beispiel gibt es ClassList Add. Und dann kann ich hier eine Zeichenfolge reinschreiben. Das bedeutet, für das Element myTitle wird in die Liste der Klassen, das ist im Grunde genommen, gemeint ist damit das Attribut Class, das im Tag drin steht, und dort wird eine Klasse hinzugefügt. Im Gegensatz zu einer ID kann das Attribut Class beliebig viele Namen enthalten. Also wenn ich auf den Knopf klicke, müsste H1 ein Attribut Class kriegen, in dem Hello drin steht. Funktioniert noch nicht, ich habe nicht abgespeichert. Schaue hier den H1-Tag an, klicke das an und tatsächlich, jetzt habe ich eine Class mit Hello. Und, also es gibt Add, es gibt auch Remove, aber ich mag hier nicht mehrere Funktionen schreiben, um das hinzuzufügen und wegzunehmen. Mein Ziel ist, in CSS einen Selektor mit einem Namen einer Klasse einzufügen und dort in der Regel bestimmte Einstellungen zu machen, zum Beispiel Farbe und Schrift, Größe meinetwegen. Und dann dieses über das Klicken auf diesen Knopf an- und abzuschalten. Und an- und abschalten anstelle von hinzufügen und wegnehmen, das heißt auf Englisch Toggle. Toggle ist, was man mit einem Lichtschalter macht. Also an- und ausschalten. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort dafür gibt. Ich glaube nicht. Also myTitle ClassList, Toggle Hello. Und was dies tut, ist die Klasse Hello hinzufügen und wegnehmen. Wenn du jetzt beobachtest in der Konsole, was passiert, wenn du auf den Knopf klickst. Diesmal habe ich vergessen zu speichern. Du schaust hier auf diesen H1-Tag, währenddem ich klicke. Jetzt ist die Klasse Hello da und jetzt ist sie weg. Lustigerweise bleibt das Class-Attribut stehen. Es ist einfach leer. Wenn ich klicke, wird wieder Hello reingeschrieben, geht wieder weg. Also, aber es gibt keinen sichtbaren Einfluss, weil ich habe hier im Stylesheet natürlich keinen Selektor namens Hello und keine Regeln dafür. Das ändere ich jetzt. Ich schreibe Hello
sage Color Red und Font Size 14 Pixel, weil wir alle REM im Kopf ausrechnen können. Jetzt ist es 14 Pixel groß und rot. Und jetzt ist es wieder so, wie der Browser das für richtig hält, nämlich groß und schwarz. Also JavaScript tut hier, also die Arbeit von JavaScript besteht darin, zu entdecken, ob es einen Klick gibt. Und wenn es einen Klick gibt, dann wird die Klasse Hello hineingeschrieben oder nicht in diesen Tag. Und die Arbeit von CSS ist zu bestimmen, wie der Browser diesen Titel auszeichnen soll, falls er über diese Klasse Hello verfügt. Und Hello ist natürlich auch nicht ein besonders schlauer Name. Ich könnte zum Beispiel sagen, Active heißt die Klasse. Und wenn ich klicke, dann wird dem Titel die Klasse Active gegeben. Und statt Foo könnte ich jetzt vielleicht auch hier zum Beispiel sagen, Activate, wobei auch das semantisch nicht wirklich stimmt. Könnte heißen On-Off oder es könnte heißen Toggle Active. Es empfiehlt sich beim Programmieren, Namen zu verwenden, die lesbar sind, sodass du in einem Jahr auch noch weißt, um was es geht. So. Funktioniert immer noch. Und was natürlich jetzt auch möglich wäre, ist zu sagen, dass das H1-Element Änderungen an seinen Styles interpoliert. Und um diese Änderungen, weil diese Änderungen, bin noch nicht sicher, welche Eigenschaften ich ändern möchte. Wenn es nur die Farbe wäre, könnte ich hier die Eigenschaft konkret benennen. Aber ich schreibe all, alles was sich ändert, soll interpoliert werden in 0,3 Sekunden. Und ich sage auch nicht, wie es beschleunigt wäre. Ich könnte hier isIn oder isOut schreiben. Es gibt einfach eine Interpolation von allem, was sich ändert, über eine Drittelsekunde. Speichern. Und jetzt gibt es eine Animation. Und jetzt kannst du hier natürlich total ausflippen und solche Dinge tun. Ja, das war jetzt nicht so glücklich. Ich könnte noch schreiben, wo der Ursprung, der Ankerpunkt für die Transformation ist, zum Beispiel links oben. Ja, auch hier, das ist nicht über jeden Zweifel erhaben, aber das beschreibt das Grundprinzip. Also das ist eine sehr häufig anzutreffende Aufteilung der Arbeit. In JavaScript wird die Funktionalität abgehandelt und im Stylesheet wird beschrieben, wie die Dinge aussehen. Also es wäre durchaus möglich, die Style-Änderungen auch in JavaScript zu machen und mit dieser Datensammlung namens Style direkt bei MyTitleStyle reinzuschreiben, wie sich das ändern soll und sogar die Transition dort zu definieren. Aber das bläst das JavaScript stark auf.
Und es empfiehlt sich eigentlich eher, möglichst die Style-Informationen im Style-Sheet zu behalten und in JavaScript einfach zu sagen, wie sich die Elemente ändern. Übrigens noch ein wichtiger Punkt. Ich habe darauf hingewiesen, dass wenn ich hier klicke und diese ClassList-Toggle-Funktion ausgeführt wird von meinem Callback, dass hier das Attribut Class ergänzt wird, je nachdem um die Klasse Active oder dass diese Klasse weggenommen wird. Und ich sehe, dass hier in diesem Inspector, weil der Inspector Einblick ins HTML-Dokument gibt, in sogenannt Real-Time, also Echtzeit, wenn sich etwas am HTML-Dokument ändert, weil JavaScript das ändert, dann sehe ich das hier. Ich sehe es aber nicht, wenn ich über, muss das kurz suchen, über das Menü in Firefox mir den Quelltext anzeigen lasse. Das finde ich noch einen wichtigen Hinweis. Webdeveloper, Page Source. Hier sehe ich das HTML-Dokument, wie ich es geschrieben habe. Also das korrespondiert mit dieser Ansicht. Und ich sehe, dass H1 keine Klasse und keinen Klassennamen hat, auch wenn es hier im Inspector sichtbar ist. Also das Anzeigen des Quelltextes zeigt mir nicht das Dokument in Echtzeit, sondern so, wie es vom Server ausgeliefert wird. Das ist vielleicht etwas irritierend. Ich sehe hier sehr viele Zeilen, die kommen vom virtuellen Server, vom Plugin, das in Visual Studio eingebaut ist und das ich hier benutze, um das Dokument bei jedem Speichervorgang updaten zu lassen. Aber das hier sind die Elemente, die ich selber definiert habe, die ich selber geschrieben habe, und die ändern sich nicht. Also diese Ansicht des Quelltextes ist nur bedingt nützlich bei der Arbeit mit JavaScript. Der Inspektor macht hier ein Update in Echtzeit. Okay. Vielleicht versuchst du selber einmal, einige Knöpfe einzubauen in ein HTML-Dokument, um verschiedene Elemente damit anzusteuern und zu manipulieren, je nachdem, was angeklickt wurde. Die Zutaten sind Variablen, in denen du alles speicherst, was angeklickt werden soll und was sich ändern soll. Event-Listener, den du auf die Buttons verteilst, oder du musst nicht unbedingt Buttons nehmen. Du kannst irgendein Element nehmen, auch ein Bild oder einen Textabsatz. Alles, was du möchtest, was angeklickt werden können soll, kriegt einen eigenen Event-Listener. Du hörst auf den Klick und gibst dann einen Callback an. Das ist der Name der Funktion ohne die Klammer am Ende. Und dann braucht es eine Funktionsdeklaration. Die Reihenfolge dieser Elemente ist egal. Bin nicht ganz sicher, ob es funktioniert, wenn ich diese Variablen erst am Ende deklariere. Ja, tatsächlich, das gibt einen Fehler. Aber was keinen Fehler gibt, ist, wenn du die Funktion erst am Ende des Textes deklarierst. Auf jeden Fall, wenn du es so tust, wie ich es hier schreibe. Es gibt noch andere Möglichkeiten, weil JavaScript kompliziert ist. Aber du kannst es auch so schreiben, was beim Ausführen des Programms durch den Browser passiert, ist, dass Funktionsdeklarationen immer an den Anfang des JavaScript-Dokuments gerückt werden. Also du kannst die egal wo platzieren in deinem Programm, so dass es für dich Sinn macht. Zum Beispiel immer neben dem Event-Listener, so dass
gleich auf den nächsten Zeilen sichtbar wird, was mit diesem Callback los ist. Okay, das ist es für den Moment. In meinem nächsten Video möchte ich andere Arten von Events zeigen.